Uns gibt es seit 2017. Wir haben unser Hauptshop in Berlin direkt an der Spree. Also vom Shop zur Spree sind es 8 Meter. Da kann man die Boards auch ausprobieren. Dann haben wir noch Niederlassungen in Spanien, Italien und Frankreich. Ja, das ist natürlich eine prima Location, um dann eben auch gleich mal auszuprobieren. Wir hatten eben so ein bisschen gesprochen schon über die Historie, wo das Ganze so ein bisschen hergekommen ist und wo wir jetzt heute angekommen sind. E-Foil ist das so die Evolutionsspitze? Würde ich sagen, in den letzten 2, 3 Jahren haben wir uns in eine Richtung entwickelt, wo, sage ich mal, 9 von 10 verkauften Boards in E-Foil sind. Es gibt immer noch Leute, die wollen den Kontakt zum Wasser, ja, und die bleiben bei diesen Jetboards. Die Jetboards haben halt den Nachteil, dass sie sehr viel Energie verbrauchen. Sie kreieren Wellenschlag, also haben Wasserverdrängung, Reibung. Deswegen ist die Reichweite bei so einem Jetboard ungefähr 30 Minuten, ja. Und bei dem E-Foil würde ich sagen, realistischerweise 1,5 Stunden, wobei die Hersteller sagen 2 Stunden, aber das ist dann so wie beim 3-Liter-Auto, kann man schaffen, hat man aber dann keinen Spaß mehr. Aber 1,5 Stunden laden, 1,5 Stunden fahren ist schon eine gute Ausbeute. Auf jeden Fall. Vor allem ganz natürlich, das Laden geht heutzutage natürlich auch ganz fast, ne? Also im Verhältnis. Ganz genau, wir haben hier diese wieder aufladbaren Batterien, ja? Die schließe ich ganz normal an eine Netzzeile an bei 220 Volt. Ich war jetzt beim ersten Mal sehr überrascht, als du den rausgehoben hast, dass du den mal so eben mit 2 Fingern da rausnimmst. Ja, trainiert. Man muss jetzt der Fairness halber sagen, das ist jetzt, da ist jetzt, die sind in Wirklichkeit ein bisschen schwerer. Ja, die sind in Wirklichkeit 13 Kilo, das ist ein leerer Dummy, deswegen kann ich den so leicht hochheben. Genau, das ist die Batterie, da ist eigentlich alles drin, die muss ich aufladen, um das Ganze zu benutzen. Und dann ist natürlich die Frage, wie geht es dann weiter? Also du nimmst da schon so, ich habe das, glaube ich, gestern als Supermarktscanner identifiziert. Aber ja, aber das ist tatsächlich das A und O bei dem Ganzen. Naja, das A und O ist eigentlich der Fahrer, aber man braucht eine Fernbedienung, um zu beschleunigen. Ja, also jeder Fahrer hat ja ein anderes Gewicht, einen anderen Fahrstil und dementsprechend stellt er sich hiermit über so einen Pistolengriff stufenlos die Geschwindigkeit ein, die er braucht. Alles andere wird allerdings nur mit dem Gewicht gemacht. Ja. Also das heißt, die Fernbedienung an der Stelle ist wirklich nur, ich sage jetzt mal lapidar, das Gaspedal. Ganz genau. Auch egal, wie ich die halte oder so, sondern. Richtig. Also aus Sicherheitsgründen, also erstmal von der Technologie, aber auch aus Sicherheitsgründen, sobald die ins Wasser eintaucht, bricht die Verbindung ab und der Motor schaltet sich ab. Das ist, wenn man stürzt, dass der Motor sofort ausgeht. Aber ansonsten kann man die eigentlich überall in der Luft festhalten. Und das Steuern und alles andere, hast du eben gerade gesagt, machst du mit dem Körper. Vielleicht kannst du ganz kurz erläutern, wie das funktioniert. Ganz genau. Also, wenn ich damit starte, also erstmal ist es wesentlich einfacher, als die meisten glauben. Da kommen wir vielleicht gleich noch drauf. Man legt sich erst hin, kniet sich hin, stellt sich hin, alles noch auf der Oberfläche. Und wenn man auf der Oberfläche ist, hier sieht man, ist der Mast, der geht 80 Zentimeter ins Wasser mit einem starren Flügel. Ja? Und je nachdem, wie ich mein Gewicht verteile, geht der Flügel, zeigt entweder nach oben oder nach unten. Dementsprechend gehe ich, wenn ich nach hinten gehe, geht das Board nach oben. Wenn ich nach vorne gehe, geht es nach unten. Und wenn ich nach links gehe, geht es nach links, nach rechts geht es nach rechts. Das heißt also, ich würde jetzt mal so ganz lapidar nach der Anleitung sagen, ich stelle mich ganz hinten hin und gebe Gas und dann komme ich sofort raus. Dann würde das gleich so hochfahren. Also im Gegenteil, der Motor drückt die Spitze immer nach oben. Das heißt, je mehr ich beschleunige, desto mehr Gewicht muss ich nach vorne machen. Man steht quasi so auf der Oberfläche, damit man es unten hält. Und wenn ich den abheben will, dann gehe ich einfach so zurück. Und das sind so ganz feine Bewegungen, ja. Weil wenn ich oben bin, will ich ja bequem stehen. Okay, das heißt also, ich habe schon so ein bisschen das Gefühl, man braucht da ein bisschen Balancegefühl und ein bisschen Gleichgewichtssinn, damit das Ganze funktioniert. Ja, es gibt auch einfache Varianten jetzt mit einem Lenker. Ja, da kann man sich festhalten, dann ist das alles ein bisschen einfacher. Das sind auch riesige Boards mit sehr viel Volumen. Aber ja, klar, ein bisschen Wassersportartengefühl wäre nicht schlecht. Nichtsdestotrotz ist es wirklich einfacher, als viele Leute denken. Ich sage immer so, wenn hier Subfahren ist, ja, und da hinten ist Kitesurfen, dann wäre E-Foil-Fahren so auf dem Drittelweg dahin. Die meisten Leute, wir haben jetzt hunderte von Schülern gehabt über die letzten Jahre, das würde sagen, 98% mindestens können nach dieser ein-, zweistündigen Schulung im Stehen fliegen. Okay, also das geht schnell, dass man das erlernen kann. Das ist auf jeden Fall schon mal eine gute Sache. Jetzt haben wir gesagt, okay, ich fange vorne an, dann gehe ich so langsam nach hinten, dann komme ich raus. Links, rechts steuern, mache ich dann genauso. Genau, also wie bei einem Skateboard, Snowboard, Surfboard, also lege ich mich in die Richtung. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, ich falle rein und werde nass und. Ganz genau. Also man sollte, die meisten Leute machen es intuitiv, halt vom Gas gehen. Ja. Meine Mutter schaltet sich zwar eh aus, wenn man reinfällt, aber
desto weiter muss man schwimmen. Wunderbar. Andreas Lackeberg, ganz, ganz herzlichen Dank dafür, dass du uns hier so ein bisschen in das Thema E-Foiling eingeführt hast. Ein spannendes Hobby, glaube ich. Ja, vielen Dank für deine Zeit, Henning. Sehr gerne.